Im Münchner Café Kosmos gibt es seit Montag statt Käffchen eine Impfung gegen Corona. Und der Wunsch nach dem Alternativprogramm war offensichtlich groß, denn vor dem Café bildete sich eine lange Schlange. Nach dem Geschmack von Impfarzt Atal Rasul hätten es durchaus noch mehr Impflinge sein können. Die Leute müssen besser aufgeklärt werden, da ist da viel schiefgegangen. Das kann man nicht zurückdrehen, es gibt ja Impfgegner. Die halt irgendwie zu überreden wird schwierig, aber generell sieht man, dass die Bevölkerung sich auch vielleicht in eine andere Richtung bewegt. Den Leuten vielleicht ein bisschen die Aufklärung besser hinzubringen, vor allem den Jugendlichen durch solche Pop-Up-Stores halt quasi das zu ermöglichen, einfach auch mal so einen frischen Wind reinzubringen. Tatsächlich musste man sich am Montag für den Peaks nicht extra anmelden. Viele nutzten die Möglichkeit zum Boostern und auch zur Erstimpfung.